Hakuna Matata, meine Freunde, und seid herzlich willkommen heute wieder zu einer genialen Folge Ruff. Hallöchen, Kev. Oh, hallöchen. Kev, was haben wir denn letztes Mal alles gemacht? Du darfst jetzt auch mal also erzählen. Also, wir haben unendlich Trinkwasser. Schau dir mal die kleinen Räder an, die Wasserräder. Hier war die das. Laufen perfekt in Flussrichtung. Das heißt, durch unseren eigenen Antrieb werden die, sag ich mal, befeuert. Und durch diesen kleinen, durch die kleine Mechanik hier wird dann Wasser automatisch in diese Purifier, die wir schon kennen, reingepackt. Und dadurch passt ganz haben wir gut. Durchgängig Trinkwasser. Die ganze Zeit. Passt super gut, denn Kev hat es immer wieder vergessen, dort neues Wasser reinzuhauen. Jetzt ist alles automatisiert. So, ich wollte hier auch noch ein bisschen weitermachen. Kev hat hier jetzt einfach ein richtiges Zockerzimmer draus gemacht. PC ohne Batterie, by the way. Oder, wie ist die Batterie nicht? Oh, dann war das die Batterie. Also wir können auch das Ding hier vielleicht ins Wohnzimmer packen, an die Seite. Hier so. Stimmt, können wir nochmal schauen. Dann müsste ich aber wahrscheinlich... Also so? Könnte man machen, ja. Weil es geht ja nur darum, dass oben war zu wenig Platz, weil die Empfänger dürfen nicht ganz nah beieinander stehen. Ja. Und deswegen, muss es hier unten sein halt einfach, weil wir so eine Ebene haben. Okay. Also, ich will ordentlich viel weiterbauen. Wir brauchen aber auch richtig viel Schrott. Das ist aber seit letzter Folge alles weg. Kev, was hast du damit gemacht? Ich habe unser Schiff ein bisschen versteckt. Ihr konntet abstimmen. Vielleicht schafft Marvin ja auch eine Abstimmung reinzumachen. Stimmt mal oben beim I in der Ecke ab. Soll der Hai entfernt werden, ja oder nein? Einfach nur aus folgendem Grund. Wir haben unsere Raft ja schon umrandet mit diesen Stahldingern und Eisendingern, was unfassbar viel Eisen und Schrott kostet. Aber, oh, links eine große Insel. Links? Da gehen wir hin, ein bisschen weiter links, 45 Grad. Und das Ding ist, der überspringt halt einfach unlogisch die äußeren Schichten und zerstört einfach in der Mitte irgendwelche Sachen. Und ich meine, eigentlich haben wir uns schon geschützt, das ist ein bisschen random. Ich finde, man kann ihn wegmachen, Marvin sagt nein, deswegen stimmt ab, Freunde, stimmt ab! Genau, wir können leider nicht sofort darauf eingehen, wir nehmen immer etwas im Voraus auf. Deswegen, es wird nicht direkt morgen dann entschieden, nur in den nächsten Tagen dann, ne? Dass ihr schon mal Bescheid wisst. Und wir haben die größte Kiste aller Zeiten gemacht, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ach so, stimmt. Sieht aus, als hätte man sie auf dem Meeresboden vergessen. Das ist sie. Aber lass uns erstmal ganz schnell schlafen gehen. Ich gehe kurz in mein King-Size-Bett. Du musst mir auch noch eins machen, Marvin. Niemals, das ist alles meins. Gute Nacht. Entschuldigst mir. Du musst erstmal hochlaufen. Ich schlafe hier oben. Beeilen Sie sich bitte, hallo. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ich schlafe doch schon. So, guten Morgen. Ach so, genau, in der letzten Folge hat auch Kev den Ziegenmann hier gemalt. Den Anzug hat er schon mal. Das Gesicht darf man nicht malen. Ne? Götzenbild, man kennt es. Marvin, die Insel ist, glaube ich, neu. Sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, oder? Gefällt dir, Papa. Also hier können wir natürlich auch noch einiges verbessern, aber das alles peu à peu. Ich will erstmal das Badezimmer fertig kriegen. Das dauert dann auch nochmal ordentlich. Wir brauchen ganz viele Bricks. Wir brauchen Schrott. Wir brauchen alles. Aber Bricks, also Ton und Sand ist am wichtigsten. Vielleicht finden wir jetzt den Ziegenmann. Oh mein Gott, hier könnte wirklich der Ziegenmann sein. Ich würde sagen, noch ein bisschen nach vorne und dann Motoren ausschalten. Ein bisschen noch, man kann jetzt schon ausschalten. Hup, hup. Und Anker, damit wir hier locker flockig drehen können. Denn ja, ich will nicht wieder so eine komische Runde drehen. Ja, ein bisschen können wir schwimmen. Okay, Marvin, die Frage ist, wir brauchen auf jeden Fall... Schrott brauchen wir jetzt erstmal, damit ich mir einen neuen Schrotthaken machen kann. Oh. Ja, das wäre muy geil. Haben wir hier was? Ganz viele Planken. Sind jetzt auch nicht schlecht, aber... Ist nicht ganz so cool. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal auf die Insel. Ich habe eine Axt dabei, um die ganzen Bäume wegzuholzen. Okay. Ich werde mir nochmal hier dieses Netzfanggerät holen. Falls ich ein Tier sehen sollte, das dürfte ja der sein. Hier noch Schuss. Das ist eine Insel, dort gibt es keine Bienen, deswegen brauche ich den Kescher gar nicht mitnehmen. Ich guck mal an den Küsten einfach. Ich guck mal an den Küsten, ob ich was finde. Ja. Vielleicht ist hier gerade noch nichts, aber es ist eine große Insel, kann man ja einmal rumcruisen. Genau. Papa kommt jetzt auch! Ja, hier sieht echt brach aus, hier ist nichts. Oh. Und der Hai ist auch nicht da, was eigentlich ganz cool Raft ist gerade. Raft ist echt geil mit Modifikation, muss ich sagen. Also, es bleibt natürlich ein grindiges Spiel, aber man baut sich ja Stück für Stück trotzdem immer weiter. Marvin, haben wir endlich die legendäre Insel mit der Unterwasserhöhle gefunden? Unterwasserhöhle? Hallo? Also hier gibt es auf jeden Fall, geht's ziemlich tief runter und das ist auch alles, sieht auch alles schön hier aus. Hier haben wir den Hai. Keine Ahnung, warum der hier rumschwängelt. Ich habe noch keinen Ziegenmann oder keinen Lama gesehen, aber vielleicht kommt das ja noch. Erstmal super, super viele Bäume sind hier. Die Axt wird nicht ausreichen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall zweimal hier losziehen. Ja, Kev, hast du schon irgendwas gesehen? Bist du in der Höhle?
Nee, das ist doch keine Höhle, aber hier geht's doch relativ weit runter. Also ohne Schwimmflossen. Ich muss schon Schwimmflossen nehmen und schaffe es. Also ich werde auf jeden Fall Leben verlieren. Ach, okay. Ich habe jetzt wirklich eine Höhle gefunden, aber in eine Höhle, wo man einfach nur Dreck bergen kann. Aber ne, Schmutz nehmen wir auch mit. Also ein bisschen Schrott habe ich hier halt auch, ne? Also das war jetzt aber versteckt. Pilze nehmen wir auch mit. Ja. Was haben wir hier in der Kiste drin? Da oben haben wir eine riesige Kiste. Vielleicht haben wir da ein bisschen Schrott drin, dann können wir uns wieder einen Schrotthaken machen. Das brauchen wir jetzt. Wozu brauchst du eigentlich einen Schrotthaken? Ja, um wieder schneller zu sammeln. Mach mit dem normalen. Nein, mach ich nie. Ja, deswegen haben wir keinen Schrott mehr, weil du alles ausgibst. Oh. Und zwei Schrott und Rezept Gemüsesuppe. Die kann ich wegbrettern, alles andere ist eigentlich ziemlich cool. Kann ich hier durch? Oh, ein kleines Kuckloch. Kleines Kuckloch! Und? Siehst du den Ziegenmann vielleicht vom Kuckloch aus? Oh nein, leider nicht. Ich muss wieder zurückgehen. Okay, weiter geht's. Schnell raus aus der Höhle. Oh, was haben wir denn hier? Ah, das ist einfach nur ein anderer Eingang. Digga, richtig versteckt alles. Eisen brauchen wir auch weiterhin, oder? Eisen, wir brauchen alles. Eisen haben wir jetzt gerade erstmal genug, aber die Zeit wird kommen, wo auch das wieder empty ist. Verstehe. Also, aber hier ist wirklich ziemlich ergiebig. Also, hier gibt es einiges zu holen. Sehr gut. Hast du auch Schrott gefunden? 8 Stück. Jawohl, dann kann ich mir wieder einen Schrotthaken holen. Ich glaube, Schrott brauche ich nämlich nicht für die ganzen Dekoration-Dinge. Obwohl doch, ein bisschen auf jeden Fall, aber nicht ganz so viel. Oh, wir also haben so das viel ist Holz. Auch wirklich so eine Sache. Ich verstehe nicht, wieso man vieles aus Schrott machen kann, aber nicht aus Eisen. So, wieso könntest du nicht ein Eisenbahn vielleicht zu 2 Schrott umcraften, weißt du? Das wäre geil, ja. Einfach so ein Umcrafter. Oh, ich habe so viel Holz, mein Lieber. Wenn wir wollen, können wir noch einen zweiten Leuchtturm bauen. Aber nur, wenn du willst. Die Leute haben ja auch geschrieben... Nee, wir bauen den einfach höher. Die Leute haben auch geschrieben, dass es richtig hässlich aussieht. Ein super hässlicher Turm. Wie? Ich konnte es auch nicht verstehen. Der sieht hässlich aus. Du siehst hässlich aus. Ich finde den auch prima. Ja, das ist 1A, ey. Deutsche Ingenieurskunst ist das. Da steckt viel Liebe drin. Aber das ist eigentlich eine Insel, wo es noch Tiere geben muss. Aber es ist einfach kein Tier hier. Was ist da los, Kev? Weiß ich nicht. Waren wir doch schon mal hier, aber es ist einfach nur alles nachgewachsen? Nein, hier ist so viel Schrott unten. Ich muss auf jeden Fall jetzt raus, sonst sterbe ich. Ist der Hai schon wieder aktiv? Boah, oh, Bären, nice. Ich bin jetzt schon auf dem Zahnfleisch. Wenn er mich jetzt trifft, bin ich los. Ah, nur 10 Meter zum Wasser. Zum Strand. Wann kann er auf dem Strand schwimmen, der... Ey, du... Schnapp ihn dir schnell. Ja, ich bin sicher, aber ich muss erstmal Leben regenerieren. Mein Inventar ist einfach so überfüllt. Trotz Rucksack? Ja. Aber ich hatte auch viel Kram dabei. Oh mein Gott, jetzt habe ich hier noch eine Stelle entdeckt, wo auf jeden Fall noch Kisten sind. Hier muss ich gleich zurückkommen. Was, nicht mal die Beeren kann ich mir mitnehmen? Was ist denn hier los? Irgendwas muss ich wegschmeißen. Ganz ehrlich, ein Seil schmeiße ich weg. Okay, dann komme ich jetzt zu dir. Wo haben wir unser Raft? Das hat doch so einen riesen Leuchtturm. Das muss man doch eigentlich schnell finden. Eine positive Sache. Ja, da hinten sehen wir es doch. Okay, wir müssen komplett auf die andere Seite. Kann ich das noch mitnehmen? Ja. Da haben wir noch ein paar Sachen. Da sind noch Bäume, da sind noch Kisten. Aber ich habe kein Tier entdeckt. Kein Ziegenmann, kein Lama, kein Gockel, nichts. Das nicht kann mal doch nicht sein. Ey, es gab wirklich nur einen einzigen Ziegenmann. Bisher, ja. Bin jetzt wieder auf dem Raft. Ich werde jetzt alle meine Items wieder zurückbringen und dann gehe ich nochmal auf die Insel. Alter Marvin, hier ist auch so viel Ton unten, das ist nice, der Hammer. Das brauchen wir. Also ich kann hier problemlos 20 Minuten lang farmen, würde ich sagen. Was? So viel? Jetzt, Alter, wie gesagt, ich habe den Schrotthaken jetzt schon mit 9 gecraftet und bin jetzt mit dem die ganze Zeit schon am Abbauen. Nein! Der hat wieder ein Netz von uns kaputt gemacht. Eins, was nicht verstärkt war, ne? Ja. Ganz ehrlich, warum wählt er genau diese aus? Warum? Ja, weil es ein hinter dem sicheren Schutz ist. Das ist voll unlogisch, dass er durchschwimmt. Oh. Freunde, stimmt ab, wie gesagt. Das hier nochmal ausleeren. So. Die ganzen Tiere kann ich, glaube ich, auch nochmal scheren. Ja, oh, das brauchen wir nämlich. Wolle brauchen wir nämlich wirklich für die ganzen dekorativen Elemente. Das ist aber echt cool, weil sonst hat das ja gar keinen Sinn mehr gehabt, wirklich. Ja.
Deswegen immer wieder 5 dazu. Jetzt haben wir wieder 15. Ich habe letztes Mal alles weggehauen. Wenn man jetzt noch Schrott aus Metall machen könnte. Das wäre angenehm. So. Ich will ja nicht viel. 2 Schrott aus einem Metall. Ja, vielleicht 4 Schrott. Ich will nicht viel. So, Kev, du hast ja noch ordentlich zu tun, ne? Ja, also notfalls, wenn ich hier durch bin, dann schwimme ich weiter. Also. Okay. Die Möwe lasse ich da jetzt einfach mal ein bisschen essen. Ich habe nichts gesehen. Oh, da kommt der Hai wieder, ne? Ja, der Hai. Putz. Digga, wer bist du eigentlich, Anker? Der erwischt mich gar nicht mehr, der Hai. Der ist viel zu langsam. Also, wir müssen jetzt die Kiste aufsammeln, die ganzen Bäume hier runterholen und dann hoffentlich noch den Ziegenmann finden. Vielleicht hat er sich in irgendeiner Ecke versteckt. Wir haben ja noch nicht komplett alles gesehen. So, hier muss jetzt noch richtig viel sein. Okay, jetzt wird es leider dunkel. Jetzt wäre diese Stirnlampe wieder super. Okay, Kev, geh bitte gleich wieder auf den Weg nach Hause. Ja, ich schwimme gerade noch um die Insel. Ich schwimme jetzt zurück. Okay, ich werde jetzt hier noch ein paar Bäume mitnehmen, aber ich glaube, dann war es das hier. Dann haben wir ordentlich viel Holz finden können, aber das war's dann. Also wenigstens konnte ich viel Ton und Sand finden. Oh, sehr gut, dann kann ich wieder arbeiten, wenn ich nicht unbedingt Schrott dafür brauche. Einsatz, doch, Schrott habe ich auch gefunden. Oh. Viel? Aber Marvin, du weißt, Einsatz in 4 Wänden in Kevs Schlafzimmer. Nein, erstmal das Badezimmer. Wie? Ja, erstmal das Badezimmer. Und wo soll ich schlafen? Du schläfst erstmal weiter unter dem Himmel. Wow, ey, eigentlich sollte es so sein, dass du erstmal den anderen Leuten Betten machst, anstatt dir selbst. Hallo, ich kümmere mich um das Badezimmer. Willst du einfach in dein Bett kacken oder wie? Das muss doch irgendwie alles geregelt sein. Wie üblich hänge ich meinen Arsch aus dem Raft raus und lass einfach los. Siehst du, und das ändern wir jetzt. Bist du bei unserem Raft oder bist du da weiter weg? Ich bin, wenn du auf die Insel guckst, rechts vom Raft. Okay, dann werde ich jetzt schon mal ein paar Sachen einsortieren und schauen, was ich schon so alles bauen kann. Weil so ein bisschen Ton sollte ja noch da sein. Und wir müssen ja ganz viele nasse Bricks fertig machen. Das heißt, wir brauchen 10 Stück. Warte mal, ein Motor ist, glaube ich, noch an hier. Hier höre ich irgendwas. Ja. Der läuft die ganze Zeit noch. Du sollt... Oh, Marvin, komm mal. Hier hast du eine Insel, ganz halt unter Wasser. Okay, dann würde ich sagen, komm ich kurz zurück. Ja. Und dann musst du die Flossen rausnehmen und die Taucherausrüstung. Hier kannst du nämlich eine Kiste ertauchen. Kannst du aber auch ich machen. Ist kein Problem. Ich will dir eigentlich nicht verraten, wie viel ich habe. Ich habe... Also wirklich, das ist die größte Ausbeute, die ich jemals hatte. Okay, ich bin gespannt. Das brauchen wir aber auch. Die Insel hat sich wirklich gelohnt. So, ich höre wieder eine Möwe. So nicht. Die ist auch down. Ich sammle schon gar kein Möwenfleisch mehr. Doch, mindere doch, Qualität. Gut. Nee, das kannst du... Nimm das Möwenfleisch, dann können wir das zu Treibstoff machen. Okay, mach ich gleich. Weil wir haben mittlerweile ein bisschen wenig Rohkost. Ich glaube, so kann ich gut arbeiten. So. Schauen wir mal in die Dekoration. Das wollen wir noch craften. Oh, wir brauchen Schrott. Nein. Hierfür auch. Oh, ja. Wir brauchen so viel Schrott, Kev. Für alles Mögliche brauchen wir Schrott. Wie viel Schrott brauchst du? Ich brauche insgesamt 15. Also, ich sag dir eins. Du wirst auf jeden Fall alles craften können, was du willst. Ja, nice. Aber du musst mit mir jetzt mitkommen und hier aufsammeln, okay? Okay, bist du gleich da? Ich bin 10 Meter vorm Raft. Ich bin gleich da. Okay. Bei Sprünge, dann bin ich da. Dann gehen wir aber erstmal pennen. Yes. So, Kev, gib mir all deinen Schrott. Nee, komm mit. Komm mit, wir müssen da noch einsammeln. Oh, okay, warte sofort. Ja, aber sonst, okay, komm. Ich geb dir alles. Es ist ja noch nicht... Also, ich geb dir alles, was ich habe und es kommt noch mehr. Also, du musst dann einsortieren. 32 Seetang. Oh mein Gott, das ist 26 einiges. 26 Sand. LOL! Sand ist schon mal weg. Nee, okay, habe ich, ja, Sand habe ich. Aber nur habe ich das von 26. Okay. Dann ist wahrscheinlich noch ein Raft. Schnell nochmal hingehen. Da ist es. Hast du es, okay. Oh, der Hai hat mich erwischt. Okay, ich gehe wieder nach oben, ja. Ich brauche aber nur Schrott, den anderen Kram will ich nicht abnehmen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe deinen Sand nicht, hast du den? Nee. Achso, was für ein Sand denn jetzt? Ganz normaler Sand. 26 Stück. Ja, 20 hatte ich schon mal eingesammelt, ja. Das hängt jetzt zwischen dem Raft. Willst du mich komplett flachsen? Ach da. Ja, ich hab's. Sehr gut. So, ich tue es in unsere große Kiste einfach. Ja. Bin ich mal gespannt. Du musst es aber einsortieren, Marvin. Und das ist noch nicht... Also, und es kommt noch mehr. Hier, bam. Oh, nice. Okay, Honig hast du?
Okay, dann habe ich jetzt wieder alles, dann gehe ich jetzt wieder. Ich brauche aber noch einen Schrotthaken, Marvin. Mein Schrotthaken wird nicht reichen. Okay, Schrotthaken. Ja, dann crafte dir einen. Schrott, Scharnier und Metallwaren. Okay, ganz ehrlich, okay, wir brauchen die Schere gerade nicht. Du kannst ja erstmal alleine cruisen, ne? Ja, ja, ich tauche dann da komplett ab. Ich hole mir nur kurz Essen und Trinken, weil ich voll am Verdursten bin. Okay, ja, sauber. Dann können wir hier ordentlich was machen. Jetzt machen wir die Bricks fertig. Und jetzt, ganz, ganz wichtig, Nummer 1 haben wir und Nummer 2. Jawohl, wir können weitermachen. Barbie, ich spring mal kurz ins Wasser, den ablenken, damit der mir nicht folgt. Ja, bin da. Mich kurz weg. Komm, Mr. Hai, komm zu Papa. Oh, Marvin, geil. Wir haben ja die Modifikation drauf, dass wenn du eine Schüssel isst mit einem Essen, dass die Schüssel nicht mitgegessen wird. Oh mein Gott, ich weiß auch noch eine andere Modifikation. Wenn du den Haikopf drauf hast, dann greift dich der Hai nicht an. Stimmt. Gönn dir, Kev, gönn dir. Ich muss ja die Tauchmaske leider aufhaben, deswegen geht's gerade nicht, aber das ist geil. Oh mein Gott, das sieht einfach richtig gut aus. Jetzt sitzen wir hier in der Badewanne. Wir liegen sogar richtig drin. Wie geil ist das denn? Okay, das sieht schon mal top aus. Aber es sieht alles noch so ein bisschen, ja, zu weiß aus. Hier muss noch ein bisschen was an die Wand. Schauen wir mal, was wir da noch so reinbrettern können. Vielleicht mal auf die zweite Seite gehen. Das fehlt auf jeden Fall. Also, Wet Bricks haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch Alge, Alge, Alge. Das haben wir hier am Start. Boah, ich komme nochmal mit massiv Schrott nach Hause. Richtig gut. Lecker, lecker, sage ich dazu. Lecker, lecker. Wir können alles gerne noch eine Washing Machine bauen. Ganz ehrlich, das muss jetzt aber nicht sein. Das ist jetzt erstmal zu viel. Ganz ehrlich, das machen wir für die Tiere, was ich hier gerade noch gefunden habe. So, bitteschön, eure Futterstelle. Und jetzt habe ich aber hier noch was richtig, richtig Schönes. Ich dachte, sie wäre ein bisschen größer. Aber wir haben ja auch noch, was wir original in Raft haben. Nämlich diese Hängeschränke. Oh. Hier, Ablage. Vielleicht können wir damit noch ein bisschen arbeiten. Ja. Von denen brauchen wir noch eine. Die war super. Warte mal, das war diese hier. Ja, das sieht auch super aus. Und jetzt noch irgendwas in die Mitte. Können wir da noch irgendwas reinhängen? Das hier vielleicht? Ist jetzt nicht unbedingt was fürs Badezimmer, aber passt, komm. Bedenke mal schön die Beleuchtung, Marvin. Bro, und schön Licht. Boah, das sieht richtig gut aus. Stimmt, ich Licht mich ins schon. Bad. Ja. Aber ich habe da leider keinen Schrott mehr. Das müssen wir nachträglich dann alles reinhauen. Jetzt habe ich aber noch die Pflanzen. Vielleicht hier eine. Haben wir vielleicht so einen kleinen Tisch? Gibt es sowas wie einen kleinen Tisch, Kev? Ja, gibt es hier nicht sogar normal? Nee, leider nicht. Doch, ein Tisch. War kein kleiner, ne? Naja. Warte mal, hier nochmal Planken und Nägel brauche ich. Ich glaube, wir können das auf jeden Fall jetzt so richtig, richtig schick machen. Das funktioniert alles noch super. Also Planken haben wir noch da. Nägel können wir uns auf jeden Fall craften. Also ich glaube, ich habe jetzt die ganze Insel geplündert, Marvin. Wie lange habe ich jetzt hier geplündert? 20, 30 Minuten? 20 Minuten auf jeden Fall, ja. Alter, durchgängig 20 Minuten. Heftig, aber diese Insel ist eine pure Goldgrube. Ich komme nochmal mit... Marvin, ich zähle mal auf. 21 Schrott, 18 Eisen, 5 Kupfer, dann nochmal 2 Bolzen, 1 Eisen, 12 Seetang, dann aber 8 Tonnen, 4 Sand. Junge, das ist ja krass. Das ist richtig gut. Ich bin jetzt auch erstmal fertig mit den Sachen, die ich craften kann. Für die anderen Sachen brauche ich noch ein paar andere Dinge. Nämlich wieder Schrott. Und ich will nicht alles jetzt an Schrott in die Dekomaterialien reinballern, weil sonst können wir uns keinen Schrotthaken oder ähnliches mehr machen. Das geht doch erstmal vor. Aber eine Sache machen wir jetzt noch fertig. Dann ist das Badezimmer auch erstmal kompletto. Nämlich der Teppich. Den Teppich können wir auch so machen, aber ich hätte gern einen anderen. Deswegen schauen wir nochmal. Der hat schon wieder was angegriffen. Ich hasse den Hai. Oh mein Gott, wir haben ja wirklich Lichtquellen hier. Dafür brauchen wir aber wieder Schrott. Natürlich. Wie viel? 3. 3, 5. Also kommt drauf an, wie groß die Lampe wird. Oh, das sieht so gut aus. Digga, das sieht wirklich so gut aus. Ah, die kann man wirklich an- und ausschalten. Perfekt. Und damit sind wir jetzt hier durch. Ich habe hier noch eine Pflanze, aber die können wir eher hier hin tun, oder? Ein bisschen groß eigentlich für den Tisch, aber wir machen es trotzdem mal. Okay, Kev, Sie können nach oben kommen. Ich zeige Ihnen jetzt die Toilette. Kommen Sie her.
Okay, ich komme, ich komme, ich komme. Hallo? Na, warte, ich mach die Tür auf. 3, 2, 1. Alter, was ist das für ein Palast? Geil, oder? Wie geil ist das denn? Das sieht richtig gut aus. Ist das Hammer? Ja, meine Freunde, da hockt der Cap. Herrlich. Der gönnt sich jetzt erstmal das neue Badezimmer. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, oben abstimmen. Ich hoffe, ich denke dran. Morgen wieder einschalten bei Cap, ist dann reingehauen.